Das Promi-Geflüster heute wieder mit einem ESC-Kandidaten. So langsam haben wir sie durch, also ESC-Vorentscheid heißt es ja. Die deutschen Beiträge, die haben wir jetzt so in den letzten Tagen alle euch mal vorgestellt. Eine fehlt dann im Ende noch, aber die denke ich mal, die werden wir bei den Proben da irgendwo noch erwischen. Heute haben wir unseren fünften Kandidaten schon. Er wird jetzt, so hat sich schon jetzt rausgestellt im Laufe der Zeit, den Anfang machen am 4. März, nämlich Malik Harris. Und ich sage mal hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo, grüß dich. Freue mich, hier zu sein. Hi. Ja, über online. Online macht es möglich. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen zusammen Kontakt über die Social Medias und hätten eigentlich schon auch viel früher mal was machen können. Ich verfolge dich ja wirklich, seit du mal beim Morgenmagazin zu sehen warst, wirklich so als Multitalent mit den Instrumenten. Da hast du ja wirklich alles bedient. Und jetzt freut es mich eigentlich umso mehr, dass dir gelungen ist, jetzt hier Deutschland für den ESC-Vorentscheid mal zu vertreten. Ich freue mich auch mega, ja. Das wird spannend. Das sind spannende Zeiten jetzt. Auf alle Fälle. Und Rockstar, das ist dein Titel, mit dem du an den Start gehst. Und es geht ja auch so ein bisschen um deine Kindheit, die man jetzt ja leider im Erwachsenenalter vielleicht auch ein bisschen vermisst, oder? Absolut, ja. Genau darum geht's. Also es geht um diese gute alte Zeit, die gerade bei mir so die Kindheit und die Jugend war. Und gerade so dieses Unbeschwerte, was man als Kind und als Jugendlicher oft hat. Und dann aber eben verliert, wie du schon gesagt hast, im Älterwerden geht das so verloren in vielen Gedanken und Zweifeln und Ängsten und dem Alltag und so weiter. Und in dem Song singe ich so ein bisschen darüber, ja, wie ich das total vermisse. Aber eben auch versuche auch so ein bisschen in dem Song so, ja, uns alle daran zu erinnern, unser Leben möglichst im Hier und Jetzt zu leben und nicht so viel Zeit damit zu verbringen, in der Vergangenheit nach der guten alten Zeit zu suchen. Weil ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wirklich immer im Jetzt zu sein, dann würde die gute alte Zeit eigentlich nie aufhören. Weil ich glaube, es ist so typisch menschlich, immer zurückzublicken und in der Vergangenheit das Gute zu finden, aber im Hier und Jetzt immer nur das Negative zu sehen. Aber dann später aufs Hier und Jetzt von damals zurückzublicken und zu sagen, ach, da ging es mir so gut. Und ich glaube, das ist irgendwie falsch. Das sollten wir irgendwie hinkriegen. Und das versuche ich eben mit dem Song uns daran zu erinnern, dass wir eben viel mehr im Hier und Jetzt die gute alte Zeit suchen, weil dann würde sie eben niemals aufhören sozusagen. Ja. Dann kommen doch bestimmt dann vielleicht auch irgendwelche Worte von deinen Großeltern zum Beispiel wieder bekannt vor, die dann immer sagen, ach, früher war doch alles besser, ne? Klassiker, ja, ja. Aber das sagen ja alle. Also ich ertappe auch super oft Freunde, die sagen, oh, jetzt wäre ich so gern wieder ein Schüler damals in der Schule. Das war so cool. Aber ich weiß noch genau, als wir damals in der Schule waren, habt ihr euch nur beschwert, wie kacke alles ist. Genau. Da waren wir endlich froh, mal aus der Schule draußen zu sein. Ne? Genau. Und jetzt im Erwachsenenalter, also je älter man wird, kommt eigentlich immer wieder, denkt man doch schon, Gott sei Dank, oder wäre schön, wenn man nochmal jugendlich sein könnte. Genau. Richtig. Ja, voll. Ja, ganz klar, ich meine, die Zeiten ändern sich natürlich, das ist klar, und werden momentan leider auch immer schwieriger. Und ich glaube, das ist auch der ganze Kommerz, den man mittlerweile hat, denke ich mal, wo vieles verändert, oder? Die ganze was? Sorry. Der ganze Kommerz, der um uns rumschwirrt. Ich sag mal, wenn ich jetzt wiederum an meine Kindheit denke, man hat jetzt noch keinen PC, kein Handy gehabt, da war vieles doch noch mal ein bisschen entspannter. Man hat wirklich dann ist rausgegangen zum Fußballspielen, zum was auch immer. Definitiv. Ne? Ja. Definitiv. Also ich bin auch so froh, gerade noch so in der Generation groß geworden zu sein, in der wir wirklich ultra viel draußen waren. Also ich bin noch die Generation, die so einen Internet-Button auf dem Handy hatten, aber wenn man da drauf gedrückt ist, hat man sofort Panik geschoben, weil man dachte, das kostet jetzt 1000 Euro und die Eltern können es nicht zahlen, so ungefähr. Also ich bin auch in einem 800-Einwohner-Dorf groß geworden, bis ich, glaube ich, 15 oder 16 war. Und habe da wirklich jeden Tag mit Freunden einfach draußen gespielt, bin auf Bäume geklettert, habe Fußball gespielt und bin auf die Fresse gefallen auf der Straße. Und es war allen egal, weil alle wussten, ja, die Kids, die kommen schon klar. Und da bin ich super froh, das noch miterlebt zu haben, weil ich glaube, dass es echt hart ist, von Anfang an schon mit dieser digitalen Medienwelt groß zu werden. Ich glaube, da geht einem vieles ab. Ja. Nee, und da muss man wirklich sagen, da hat sich schon alles, Fluch und Segen zugleich, sage ich immer wieder. Ne? Ja. Mal auf positiv, jeden Fall. Mal negativ, genau.
Klar, man hat schnell Informationen da, wenn es sein muss, ist da gleich irgendwo mit der ganzen Welt connected, aber na gut, ob es immer so toll ist, naja, wer weiß. Aber die Musik, die bestimmt dein Leben schon so relativ von Anfang an, oder? Wann ging's los? Auf jeden Fall. Also ich habe das Glück, in einer super musikalischen Familie aufgewachsen zu sein. Nicht nur, weil mein Opa aus den USA war der großer Opernsänger, meine Oma war Pianistin, mein Dad der kann eigentlich mit jedem Instrument was anfangen, spielt ganz viele. Aber auch dadurch, dass bei uns einfach immer echt geile Musik lief, so als ich groß geworden bin. War gute Musik einfach immer ein Teil meines Lebens und da war es dann auch unausweichlich, dass ich irgendwann mal angefangen habe, so mitzusingen als Kind und so zu merken, ja, wie viel Spaß mir das macht, so meine Stimme ein bisschen zu erforschen, rumzuprobieren. Und dann habe ich mir irgendwann mit 12, 13, glaube ich, so mit dem ersten Taschengeld die erste Akustikgitarre gekauft und dann ging das los, so mit Coversongs und dann irgendwann habe ich dann gesagt, ich will jetzt auch noch mehr lernen, da habe ich mir das Klavierspielen beigebracht und dann angefangen, Songs zu schreiben und genau so ging das dann los. Also es ist definitiv durch meine Familie, da bin ich sehr froh drum, dass sie mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt haben. Ja, und jetzt wollen wir gerade noch mal kurz aufs Morgenmagazin da kommen. Da, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Instrumente hast du denn damals bedient gleichzeitig? Gitarre und. Ich glaube, Gitarre, Klavier und Drums Ja, und irgendwie. gesungen, Ja, glaube ich. machst du das heute auch noch? Gibt es die Variation noch? So ohne das ganze Orchester quasi gleich dabei zu haben? Tatsächlich, ja. Also ich spiele immer noch, bin ich immer alleine auf der Bühne. Ich mag das einfach super gern, ja, jedes Instrument zu spielen, weil ich dann so noch mehr in diese Songs eintauche und ich schreibe ja meine Songs alle selber. Das heißt, ich weiß auch immer, welches Instrument was tut und das macht so Spaß, das dann wieder ja zu spüren irgendwie, auch so die ersten Ideen dann auch zu spielen und so weiter. Und ich habe eben eine Loopstation, das ermöglicht mir, das dann alles auch wirklich alleine zu machen und dann quasi, eine Loopstation nimmt quasi immer auf, was ich spiele und wiederholt das dann immer wieder. Das heißt, ich kann am Klavier was spielen, dann wiederholt sich das, dann gehe ich an die Gitarre und so weiter. Und ja, es macht mega Spaß. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal mit einer Band zu spielen, aber jetzt gerade bin ich so super happy. Ja, es hat natürlich auch den Vorteil, du musst mit niemandem die Gage teilen. Ne? Richtig. Ganz genau, der Vorteil, den hast du. Ja, jetzt hat sich ja die Woche rausgestellt, du darfst als Erster an den Start gehen. Wie fühlt Yes. man sich da? Also, da hat man doch, Ich bin glaube ich, da ist doch, glaube ich, eine ganz große Anspannung dann da, oder? tatsächlich muss ich sagen, ich bin super happy, der Erste zu sein. Ich hatte mir vorher keine Gedanken um die Reihenfolge gemacht. Und als es dann raus war, war ich total erleichtert tatsächlich, weil ich mag es immer sehr gerne anzufangen, wenn es um Musik geht, weil ich zum Beispiel auch ganz viel so Supports spiele. Das heißt, ich war schon mit recht großen Künstlerinnen und Künstlern unterwegs und bin dann immer der Support. Das heißt, ich bin der Erste, der auf die Bühne geht und ja, die Leute so für sich gewinnen muss. Das heißt, ich kenne die Situation so ein bisschen. Und zum anderen dachte ich mir, lieber spiele ich gleich am Anfang, kann dann danach die Nervosität ein bisschen loslassen, als dass ich zum Beispiel, also ich glaube, für mich wäre die schlimmste Position am Ende, weil ich dann den ganzen Abend sich die Aufregung immer mehr und mehr aufbauen würde und ich dann am Ende irgendwie zitternd auf die Bühne gehen würde, so wie ich mich kenne. Deswegen bin ich super froh, auch den Abend einzuleiten und freue mich einfach mega, der Erste zu sein, muss ich ehrlich sagen. Hat natürlich vielleicht auch den Vorteil, wenn die Zuschauer gleich von Anfang dabei sind, die können sich dann den ersten Teil gleich noch am besten merken, ne? Vielleicht zwischendurch kann schon mal sein, man geht vielleicht mal kurz auf Toilette oder holt sich noch was zu trinken und ja, und so können Stimmt. sie sich dann schon mal voll und ganz auf den ersten konzentrieren. Das ist gar nicht schlecht. Ja, finde ich Ja? gut, ja. Hat auch eine gute Geil. Sache, ne? Ja, dann bist du da völlig alleine auf der Bühne, hast gerade schon gesagt, ne? Voll dein Ja. eigener Herr. Und die anderen fünf, die dabei sind, ihr habt euch ja zum ersten Mal jetzt am 10. Februar bei der Pressekonferenz ja kennengelernt. Wie versteht ihr euch so untereinander? Tatsächlich super gut. Da war ich auch echt erleichtert drüber, weil ich vorher ein bisschen Angst hatte, was ist, wenn die so sehr konkurrenzdenkend sind und so. Das wusste ich ja vorher nicht. Aber als wir uns dann alle kennengelernt haben, haben wir uns gleich mega gut verstanden. Die sind alle ultra witzig. Wir saßen auch den ganzen Tag am Tisch zusammen und haben uns so gegenseitig unsere Songs gezeigt und so. Das hat echt Spaß gemacht. Von daher bin ich super happy, da dabei zu sein und freue mich ja auf die Show mit denen allen zusammen. Das wird cool.
Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt im Laufe der letzten Tage auch mit allen schon ein bisschen quatschen können und muss auch sagen, sind eigentlich alle wirklich sehr sympathisch und Ja. es fällt wirklich schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Also ich sage mal, die Zuschauer, die haben es nicht einfach. Da Definitiv, ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich nur einen Song spielen muss und nicht wählen muss. Genau. Ich habe schon zu den anderen teilweise gesagt, wenn er, egal wer jetzt gewinnt, aber ihr könnt ja euch dann alle mal zusammentun und gemeinsam mal auf Tour gehen. Auch cool, ja, stimmt. Wäre doch auch eine Wird gute halt dann immer Idee. ein sehr, sehr langer Abend, weil man einfach 50 Songs spielt. Ja, muss man sich halt dann einigen werden, ne? Wer was Eben. dazu beiträgt. Genau. Ein schönes Programm zusammenstellen. Warum nicht? Kriegen Ne? wir hin, glaube ich. Genau. Ja, klar, jetzt Eurovision Song Contest als solches, der ja dann für ganz Europa eine Fläche bildet, ist ja eigentlich eher was Schönes, Positives. Aber ich sage jetzt, wenn man gerade wieder auf die Ukraine schaut und was da gerade in Russland, Ukraine da vor sich geht, da hat man eigentlich keine so große Freude dann, ne? Ja, tatsächlich. Also ich muss auch sagen, gestern hat es mich echt aus allen Wolken gehauen irgendwie, weil man schon so die letzten Tage hat sich das ein bisschen angebahnt, aber wenn es dann tatsächlich ganz offiziell heißt, es herrscht jetzt ein Krieg in Europa, das hat mich wirklich echt voll umgehauen irgendwie. Ich bin da auch bis jetzt noch nicht ganz drauf klargekommen. Ich fühle mich wahnsinnig machtlos irgendwie. Ich glaube, da geht es vielen so, weil man irgendwie nichts tun kann und es auch nicht so richtig begreift. Obwohl, wie ich auch gestern in einem Post gesagt habe, eigentlich ist es so leicht zu begreifen, weil es herrschen leider viele Kriege auf der Erde, die man alle nicht nachvollziehen kann. Aber hier habe ich das Gefühl, es ist relativ simpel erklärt, dass halt hier ein Verrückter an der Macht ist, ja, der sich erlaubt, einfach mit Menschenleben so umzugehen und zu spielen. Und das ist schon wirklich relativ krass. Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, aber war schon immer ein sehr hoffnungsvoller und optimistischer Mensch. Das bin ich auch jetzt. Und was mir hier so Hoffnung gibt in dieser Situation, ist zu wissen, dass wir die ganze westliche Welt und alle demokratischen Länder der Welt sich einig sind hier und auf einer Seite stehen. Und dementsprechend habe ich da trotzdem echt Zuversicht und Vertrauen, dass wir irgendeine Lösung, also wir in dem Fall, also die, unsere Leute quasi da oben, sich irgendeine Lösung ja, da finden werden, dass wir da halbwegs gut noch rauskommen. Aber bis dahin bete ich natürlich für alle Leute in der Ukraine und bin mit meinen Gedanken bei ihnen und ja, hoffe, dass alle Leute um mich rum auch ja, Solidarität zeigen für die Menschen dort, die nichts falsch gemacht haben und jetzt einfach angegriffen So werden. ist es. Und das ist wirklich unerklärlich. Genau, da mit Musik sollte man doch viel mehr die Herzen öffnen können, doch allgemein. Ja. So soll es sein, Definitiv. genau. Gut, machen wir politisch hier einen Cut. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Hoffen wir, dass bis zum Mai wiederum alles wieder im Lot ist, wenn der große Yes. ESC dann kommt. Yes. Du hast jetzt mittlerweile ein Album auch rausgebracht. Eines, zwei schon? Eines. Eins. Eins, Ja. genau. Und ja, wie geht's nach dem Eurovision Song Contest Vorentscheid jetzt zum einen für dich weiter? Was sind deine Pläne für das kommende Jahr, für die Zukunft? Also definitiv für das kommende Jahr, für die nächsten Monate ist bei mir ganz groß Live-Spielen endlich wieder. Ja, ich bin ein hundertprozentiger Live-Künstler so. Ich muss auf einer Bühne stehen, ich muss Menschen vor mir sehen und diese Energie spüren und mit ihnen singen. Und das habe ich so vermisst die letzten Jahre. Deswegen war für mich so von Anfang an klar, dieses Jahr geht's wieder los. Ich habe meine Tour, meine große Headliner-Tour, die erste im Mai dieses Jahr, die wäre eigentlich 2020 gewesen, wurde jetzt 4 fucking Male verschoben. Deswegen kann ich es überhaupt nicht erwarten, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen. Es stehen auch ein paar Festivals an. Ich bin jetzt mit Amy Macdonald in Österreich auf Tour. Leider sind die Deutschlandtermine jetzt auch noch ausgefallen, aber in Österreich bin ich zumindest dabei. Also so oder so gibt es viele schöne Sachen, auf die ich mich freue dieses Jahr. Ja, das wäre schön, wenn wir uns dann da auch da mal irgendwo live dann begegnen. Das wäre dann der nächste Unbedingt. Schritt. Jetzt haben wir ja schon mal hier den Anfang gemacht über Ja. das Interview, ne? Genau, weil dein Manager sozusagen, den Robin, den kenne ich ja auch schon einige Jährchen. Ich weiß noch, der hat selber mal auch in der Band gespielt, war Ja. aktiv und seine Mutter natürlich damals mit dem Musikverlag, ne? Also Ja. die Welt ist immer wiederum klein.
Ja, da hast du recht, da hast du recht. Der Robin spielt aber immer noch in der Band. Cosby heißt Ja, die. Musst du auch noch. nee, aber damals war, wo ich ihn damals kennengelernt habe, da war er, glaube ich, schon in Ja, deinem Alter damals in der ja. Richtung und da war das alles noch relativ frisch sozusagen. Ja, Genau. ja. Ja, wunderbar. Meinst du, ich habe doch da die Gitarre im Hintergrund gesehen, meinst du, könntest da mal so eine ganz kleine Kostprobe nochmal zum Besten geben, wie es ungefähr klingt? Ja, selbstverständlich. Soll ich dir einfach mal den Refrain anspielen? Zum Beispiel, genau. Alles klar, mache Aber ich ich. glaube, du musst jetzt gar nicht so dicht ans Mikro rangehen, Oh. bisschen mehr zurück, weil Ah ja, ich habe. stimmt. Das habe ich nicht bedacht. So, oder? Ja, sonst. Nee, weil sonst kann es manchmal sein, übertönt es manchmal ein bisschen. Wie ist es denn? Passt das? So klingt es jetzt gerade gut. Alles Hau klar, rein! na dann. Hau rein! Cool. Look where we are. We used to be the rock stars who never thought of no harm until this thing we call life stopped dreaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard when time is moving so fast. Wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave home. Jo, sehr gut, sehr gut. Moment, ich hab da glaub noch was. Dankeschön. Ich hab noch was, Achtung. Yes. Ah. Ja, Geil. Oh, habe ich zu lange sehr nicht gut. gehört. Echter Applaus. Sehr schön. Jetzt in der letzten Woche, also so bis zur Sendung, bis zum Vorentscheid, wie bereitest du dich jetzt noch vollends vor? Was gibt's da noch für Rituale, die du so für dich wahrnimmst? Tatsächlich habe ich keine Rituale, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch immer echt entspannt vor Auftritten, bis dann so ganz kurz davor, also so die letzten 10 bis 30 Sekunden vor, bevor es wirklich auf die Bühne geht, da knallt bei mir so die Aufregung rein. Deswegen habe ich eigentlich keine große Art, mich vorzubereiten. Klar, ich spiele den Song natürlich ganz oft, immer wenn ich Zeit habe, aber es ist auch gerade schwer, weil so viele Interviews und so anstehen, was ich natürlich auch sehr genieße. Was ich immer versuche, um mir so ein bisschen die Aufregung schöner zu machen, bevor es auf die Bühne geht, ist ja mir vorzustellen, dass ich das eigentlich liebe, diese Aufregung auch, und dass das was ist, was das Leben eigentlich so lebenswert macht. Das sind die Momente, in denen es einen richtig in den Magen kickt und man ja sagt, boah, ziehe ich das jetzt wirklich durch, und man es dann auch wirklich durchzieht. Das ist, glaube ich, das, was das Leben so lebenswert macht. Und deswegen versuche ich mir das dann immer bewusst zu machen. Manchmal klappt das, manchmal auch nicht. Aber ich sag mal 50-50. Ja, sehr gut. Dann denke ich mal, haben wir doch soweit schon ein bisschen was erfahren und der Rest, den machen wir irgendwann mal wieder als Fortsetzung in irgendeiner Art und Weise. Hoffentlich dann zum Gerne. Mai hin dann. Ne? Da bleibt Yes. mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dir alles, alles Gute. Auch dir drücke ich die Daumen. Ich muss ja zwar immer neutral bleiben, Klar. weil mit den anderen habe ich das Gleiche eigentlich gemacht. Von daher, wie gesagt, alles Gute und Dankeschön. möge der Beste gewinnen in dem Fall. So sieht's aus. Vielen, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Dann ein schönes Wochenende und schon mal Dir auch. alles Gute bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Bis Zuschauen, dann. den Zuschauern.